Ja, moin Leute und willkommen zurück zu meinem New and Tasty Let's Play. Wir sind jetzt mit Abe in Zulag 3 unterwegs. 36 Mutokons an der Zahl gibt es diesmal zu befreien. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Geheimgänge gibt es diesmal übrigens auch wieder keine, schon wie in Zulag 2 nicht. Und hier müssen wir auch sofort schon aufpassen und gleich hier rechts hochspringen, denn der Kollege Slick möchte uns nämlich an den Kragen. Den schnappen wir uns. Den müssen wir nämlich kommandieren, dass er den schlafenden Slick platt macht, aber das klappt manchmal nicht so richtig. Klappt nicht. Komm. Das nervt gerade. Alles klar, es lag daran. Ihr habt gerade gesehen, ich habe mich jetzt daran gestoßen und dann hat sich das Bild ein bisschen verschoben. Und das muss passieren wahrscheinlich, damit das funktioniert. Wir rotzen den Slick, den Slug jetzt auf jeden Fall weg. Bringen den Kollegen hier um. So, und danach können wir hier runter. Rollen uns hier kurz ein. Ziehen den Hebel, damit wir hier diese Stromschranke oder diese Blitzschranke, wie immer, deaktivieren können hier oben. Fahren hoch. Und hier erwarten uns wieder drei Türen. Und wir starten direkt mit der rechten. Hier nochmal überprüft, 237 Mutokons an der Zahl müssen hier schon draufstehen. Ansonsten habt ihr wie immer irgendwo was vergessen. Wir rennen jetzt erstmal hier ein ganzes Stückchen nach rechts und stoppen genau hier. Ab hier müssen wir schleichen, weil hier so ein Slick pennt. Klettern hier hoch. Dann krallen wir uns den Kollegen. Und laufen mit dem so ein Stück nach links bis zu dem Hebel. Und holen uns hier einen nach dem anderen runter. Na. Und knallen die ab. Weil die sind uns im Weg. Hier können wir uns direkt auch gleich wieder selbst umbringen. So. So. Ah, der eine will nicht. Jetzt kommt er mit runter, alles klar. Die folgen uns. Können auch direkt schon Chanten und die Kollegen befreien. Und haben den ersten Abschnitt in dieser ersten Tür schon geschafft. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Hier können wir erstmal getrost diese Spezialfähigkeit verschwenden. Die brauchen wir nämlich hier nicht. Bis auf diesen Unterdrücker, der zerstört wird. Denn wir brauchen gleich einen Slick. Also die Kontrolle über den Slick. Und mit der Spezialfähigkeit kann man keine Kontrolle über die Slicks übernehmen. Holen uns hier ein paar Granaten. Krallen uns diesen Slick. Und hauen hier mal einen Schnellspeicher raus. Denn wir kommen jetzt hier an eine Stelle, wo wieder so ein Sprachterminal ist. Und wenn wir dieses Terminal, erledigt haben, kommen drei Slicks runter. Und die müssen wir sofort erschießen. Und manchmal sind die halt schneller. Und die Mutokons müssen gewarnt sein. Also da schön aufpassen. Alles klar, die sind schon mal erschossen. Wieder einen Schnellspeicher machen, denn hier passiert es schnell mal, dass man Mutokon erschießt. Alles klar. Zack, diesen Slog noch. Und damit ist eigentlich die Gefahrenzone safe. Sprengen den Kollegen in die Luft. Aktivieren den Hebel, denn dazu sind wir hier. Dann könnt ihr uns alle folgen. So, auch hier nochmal die Kontrolle. Steht in der 254, ist alles prima. Jetzt können wir wieder zurück bis an den Anfang laufen und haben den ersten Gang schon erledigt. Der ist relativ umfangreich.
und das war der erste Gang. Da gehen wir direkt zum zweiten. Und der hat es wirklich in sich. Der ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir springen jetzt direkt hier einmal durch. Der verfolgt uns hier schnell hoch. Na komm. Die Viecher haben manchmal eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Bockwurst. Alles klar, jetzt können wir uns... Ach nein. Alles klar, wir müssen erst diesen Unterdrücker weghauen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch an der Stelle schon... Okay, wir machen erst einmal den Kollegen hier platt. Alles klar, das war eigentlich so nicht geplant. Also wichtig ist, dass man an der Stelle schon Granaten hat, bevor man die sich hier holt. Ansonsten wird es nämlich echt zu schwer. Haut euch an der Stelle einen Quick Save rein, ganz wichtig, denn wir müssen uns hier leicht fallen lassen. Und das geht manchmal schief. Hier gibt es nämlich ein paar Kollegen, wie den und den, den wir erschießen wollen. Und damit können wir den schon umbringen, den Slick. Und ach, wir holen zur Sicherheit einfach mal noch ein paar Granaten. Wie gesagt, wir spielen hier auf schwer. Da weiß man, ach, ich kann eigentlich von hier unten gleich. So, jetzt gehen wir hier runter. Was bewirkt denn eigentlich der Hebel? Alles klar, habe ich schon wieder völlig vergessen. Ich bin völlig neben der Spur. So, auch hier klettern wir runter. Zack. Gehen wir hier noch runter. So, jetzt laufen wir ganz nach links, springen hier drüber, ziehen den Hebel, danach fährt der Fahrstuhl sofort mit dem Slick runter, wir springen sofort wieder rüber, warten kurz, bis der uns ein bisschen checkt, damit er uns wahrnimmt und uns verfolgt, dann können wir uns den krallen und können den wegrotzen. Und danach können wir die Mutokons in Ruhe alle schön befreien. Wie gesagt, immer mal einen Quicksave reinhauen. So. Und dann fahren wir mit dem Fahrstuhl hier hoch. Achso, wir krallen uns erst einmal die Kollegen. Die wollen wir ja nicht vergessen. Sehr schön. Na, eins runter. Der wartet hier. Ziehen schon mal den Hebel, dann ist er schon mal aktiviert. Nicht, dass wir das noch vergessen, das war nämlich richtig dumm. Dann holen wir uns die drei Kollegen noch. Fahren hier runter. So, und dann schanden wir einmal, retten die alle. Was hat der Kollege jetzt hier für ein Problem? Weiß zwar nicht, was das soll. Oh Gott, ich hasse es. Was ist dein Problem? Hier. Ich brauche die Fähigkeit und der springt einfach nicht da rein. Okay, ich habe die Fähigkeit jetzt noch einmal. Das sollte eigentlich reichen. Ich weiß nicht warum. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so verbuggt ist. Meine Fresse. Okay, wir laufen jetzt ganz bis hier. Quick Save. Schon hat der Quick Save mir das Leben gerettet. Spring hier einmal rüber. Nochmal Quick Save. Spring hier hoch. Und hier brauchen wir die Fähigkeit noch einmal. Sehr schön. Krallen uns ein der Slicks. Gleich die Mutokons wieder warnen. Das ist jetzt nicht so wild. Krallen wir uns halt den hier noch. Wichtig ist halt nur, dass keiner der Mutokons drauf geht. Danach können wir wieder alle ansprechen. Können die von der Seite aus retten. Diesmal laufen auch alle wieder rein. Sehr schön. Und damit haben wir aus dem Bereich alle Mutokons befreit. Ach, hier ist ja... Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man da nicht durch kann. Blöd. Wir haben alle befreit. Und damit können wir hier raus. Und haben den umfangreichsten Gang, der uns eigentlich bevorstand, schon erledigt. Gehen wir zum letzten Gang. An der Stelle ist es extrem wichtig, aber vorausgesetzt nur, wenn ihr auf schwer spielt, dass ihr hier noch Granaten habt. Denn es ist extrem schwierig, diese zwei Minen
zu zerstören. Selbst mit Granaten. Man trifft diese Dinger einfach nicht. Die wollen einfach selbst beim perfekten Timing nicht kaputt gehen. Deswegen am besten habt ihr hier drei Granaten, macht einen Schnellspeicher und versucht eine stillstehende zu zerstören. Es hat funktioniert, meine Fresse, das ist echt mega, mega schwer. So, jetzt können wir hier runtergehen. Also macht euch dann Schnellspeicher ohne Mist, das ist... Wir springen erstmal hier hoch, machen hier wieder einen Schnellspeicher. Wir zerstören jetzt den Unterdrücker. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu spät werfen. Sonst geht nämlich einer der Mutokons drauf und das wollen wir erstmal nicht. Aktivieren wieder den Schnellspeicher. Das lohnt sich ja wirklich. Und werfen die letzte Granate bis darüber. Und dadurch wird der zweite Slick aufmerksam. Und den können wir dann erschießen. Zack. Ziehen einmal hier an dem Hebel. Und zerstören die letzte Mine. Denn, das ist nämlich der Punkt, man kann mit dem Slick eigentlich auf leicht und mittel ganz einfach beide Minen zerstören. Aber auf schwer ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Auch mit einzelnen Granaten will das nicht funktionieren. Also die beste Variante, so wie ich es gerade gezeigt habe. Aber wie gesagt, nur auf schwer. Und jetzt können wir die ganzen Mudokons befreien. War ja noch einer? Nö. Also hier rüber. Wiedersehen. Jetzt gehen wir bis ganz hier rüber. Achso, nee, wir müssen runter. Aktivieren den Fahrstuhl. 26 Mutokons an der Zahl sind es jetzt noch, die zu befreien sind. Fahren hier hoch, da können wir den Schalter aktivieren. Wegen dem wir eigentlich hier sind. Genau der. Schnappen uns zur Sicherheit einfach wieder ein paar Bomben, man weiß ja nie. Springen hier runter, um Zeit zu sparen. Hier wieder hoch. Gehen hier rein. Und damit ist Zulag 3 auch schon erledigt. Wie gesagt, 26 Mitarbeiter, wie hier so schön stehen, sollten hier stehen. Ansonsten ist wieder was falsch gelaufen. Auf geht's zu Zulag 4. Und da sehen wir uns dann zum 11. Teil. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch ein Abo, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Macht's gut, bis zum 11. Teil. Ciao.